Tee wie Teufelskralle. Die Teufelskralle, auch bekannt als Trampelklette, ist eine Staude mit heilenden Inhaltsstoffen, die vor allem als Mittel bei Arthrose und Gelenkschmerzen eingesetzt wird. Den markanten Namen verdankt die Teufelskralle ihren Früchten. Diese werden nach der Befruchtung holzig und tragen Auswüchse, die armartig aussehen und Widerhaken ähneln. Die afrikanische Teufelskralle gehört zur Familie der Sesamgewächse und ist in den Savannen Südafrikas und Namibias heimisch. Sie wächst vor allem in heißem Klima auf sandigem und lehmigem Boden und wird bis zu einem Meter lang. Verwendet wird die Wurzel der Teufelskralle, da diese viele Wirkstoffe enthält. Aus den großen und rötlichen Blüten entwickeln sich schließlich die Früchte. Diese geben der Pflanze auch ihren Namen, da sie wie Krallen aussehen. Die Teufelskralle besitzt unregelmäßig gelappte, eiförmige und graugrüne Laubblätter. In der Trockenzeit sterben die oberirdischen Pflanzenteile ab, nur das weit verzweigte Wurzelsystem bleibt übrig. Es besteht aus der dicken Primärwurzel und der Sekundärwurzel, die für die Medizin und zu Arzneizwecken verwendet wird. In Europa ist die Pflanze seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt, nachdem Soldaten von ihrer Wirkung profitierten und die Staude mit in ihre Heimat brachten. Die gesicherte Wirkung der Teufelskralle liegt vor allem bei Verdauungsbeschwerden und Appetitlosigkeit vor, da die Pflanze Bitterstoffe, die sogenannten Iridoide, enthält. Studien haben auch herausgefunden, dass die Teufelskralle bei degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall und Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, wirksam ist. Die Teufelskralle hat schmerzstillende, entzündungshemmende und abschwellende Eigenschaften und kann daher auch bei Arthrose und Gelenkschmerzen verwendet werden. In der Volksmedizin wird sie außerdem auch gegen Fieber, Menstruationsschmerzen und Kopfschmerzen eingesetzt. Man kann sie zum Beispiel durch Tee oder Tinkturen zu sich nehmen oder auch in Form von Fertigpräparaten. Für den Tee übergießt man 1-2 Teelöffel der Teufelskralle mit kochendem Wasser und lässt den Tee schließlich für 5 Stunden ziehen. Dieser kann bis zu 3-mal täglich eingenommen werden. Die Teufelskralle kann auch als Teemischung mit anderen Kräutern aufgebrüht werden, wodurch der bittere Geschmack gemildert wird. Die beliebteste Weise der Einnahme ist jedoch die Kapsel oder Tablette, da der Tee aus der Teufelskralle recht bitter schmeckt. Möglicherweise können auch Hautprobleme wie Schuppenflechte oder Ekzeme mit der Teufelskralle, zum Beispiel in Form von Salben, gelindert werden. Achtung! Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte die Teufelskralle nicht eingenommen werden. Ebenso bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren. Nebenwirkungen bei Einnahme der Teufelskralle können Magen-, Kreislaufbeschwerden, allergische Reaktionen, Kopfschmerzen und Übelkeit sein. Die positiven Effekte bei Gelenk- und Arthrosenbeschwerden treten in der Regel erst nach einigen Wochen ein. Die Pflanze eignet sich demnach nicht bei akuten Schmerzen. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Nicht zu verwechseln ist die afrikanische Teufelskralle mit der in Deutschland vorkommenden Schopfteufelskralle, die zur Familie der Glockenblumengewächse gehört. Sie sind auch nicht miteinander verwandt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und schaut noch bei unseren anderen Kräutervideos vorbei, hier auf unserem Kanal. Gerne könnt ihr auch eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.